Vier. Ja, erst hatten wir fünf, dann hatten wir vier, jetzt haben wir drei. Ohne dass wir das gewollt hatten, Richtig. aber da wir einfach so kreuzgenial sind, Ja, jetzt ist das kommen natürlich unterbewusst, natürlich der Genie direkt wieder durch, ne? Man ist so schleimig hier, ey. Ja, wir sind halt nun mal echt verdammt cool, das muss man ja einfach mal sagen. Ja, wir sind schon. Und wir sehen auch einfach verdammt gut aus, das muss man ja auch einfach mal Ja, sagen, ne? auf jeden Fall. Also die Pyro-Frauenszene immer, Tja, die die große in. Schaben. Ja, sicher. Die Schaben an uns immer. Büro-Pussy-Scene. Ja, hör mal, wir Ja. haben hier. Können uns Ne? kaum noch retten. Ja. Vor Heiratsanträgen und Ne? vor Konfekt und vor Blumensträußen. Ja. Ne? Ja, aber man muss ja auch mal sagen, ne, man muss ja auch einfach mal die Wahrheit aussprechen. Ja. Wir sehen halt einfach nur mal verdammt gut aus. Ist Ja. natürlich auch eine Bürde, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Wenn du Ja, ist schon schwer so überall mit zu leben. angesprochen wirst so, ne, und Ja, musst unterwegs immer überall musst du eher Hände beim, schütteln, weißt du, und dann musst du beim Babys Tanken hochhalten, in eine Kamera, musst du grinsen. Man ist ja auch nicht immer gut drauf. Aber ist manchmal schon, aber im unteren Strich dürfen wir uns natürlich nicht beklagen. Ja, wir Wir geben unser haben Bestes. Wir wollen ja auch hier was geben, ne? Nicht nur natürlich nehmen. Privilegien, das darf man einfach auch nicht verkennen. Ne? Und dadurch, dass wir so geile Privilegien haben, können wir uns natürlich auch die extra geilen Knaller erlauben. Ja, und die euch natürlich dann auch vorführen. Von unserer Stütze, die wir dann jeden Monat verknallen, Hartz V Ja, sozusagen. Hartz Ne? So kleiner Pyro-Bonus immer vom Sozialamt. Ne? Das ist mittlerweile auch erlaubt. Das ist mittlerweile auch. Haben wir extra vom Da musst Bundesgerichtshof durchgesetzt, dass wir richtig, da extra nur ein bisschen was dran kriegen. Da musst du nur den Antrag hier Pyro X1 Ja, genau. ausfüllen. Pyro X1-Schein. Ja. Ja, und Passierschein 536. Ja, Ne? richtig. Und dann bist du direkt nach, in alle nach. Melderegister, bist du direkt oben. Ja. Dauert Ja. auch nicht lange, nur 3 Monate, Genau. bis er durch ist. Ja. Wie das so ist, ne? Wie das so ist in der Bananenrepublik. Ja, genau. Ja. Na gut, dann fangen wir mal an hier mit Ja, was haben wir denn Schönes hier? Die Veko-Pyrocracker. Ja, die sehen aber auch richtig cool aus. So. Beides mal altes Logo. Also, ja, genau, richtig. Das sind nämlich die alten noch. Mhm. Sieht schon ganz cool aus. Die Corsair Battleship da mit dem Segler. Jep, jep, jep. Von wo kommen die denn überhaupt her? Unten müsste das stehen, unten links. Unten links. Jo, Hersteller. China Nat F3 Nation Import Veko, ja. Ja, sag mal, Backcover. Backcover willst du sehen? Ja, von dem ersten. Da ist ganz drauf, du. Richtig, das wollte ich ja nur mal gesagt haben, ne? Kein Backcover. Alles schön auf einem Papier vorne drauf. Ja, alle Infos, da wo sie hingehören. Und da kommen sie wieder, die geilen. Oh, Red Lantern. Logo. Red Lantern, auch geil. Mit der roten Laterne, direkt aus St. Pauli haben wir die geholt. Ja. Ja. Direkt hier von der Inneritze kriegst du die immer. Wenn du in eine Ritze reingehst, für 50 Euro da einen wegstecken lässt, dann kriegst dann du so ein Paket. Kriegst du so ein Paket dabei. Red Lanterns dabei, ja. Ne? Aber schön mit. Aber wir sagen aber nicht, dass der Reinhold da einen ganzen Karton von hat. Ja, voll hat, ne? Gut, ich habe ja auch eine Dauerkarte da, ne? Ja, hast Abo, ne? Ich hab ein Abo da, ne? Ja, bei ihren Kinder und Frau. Dann drücken wir auf Pause. Action. Ordnungsamt war da. Nein, das waren Stalker. Ne, hier, Groupies. Pyro-Groupies waren Pyro-Groupies. Da. Ja. Der Reinhold, der ist schon wieder hier, ganzen Klamotten zerfetzt. Ja. Und Unterhose haben sie mitgenommen. Ne, als Trophäe. Komplett ausgesaugt, ey, von oben bis unten. Ja, sicher. Aber macht dem Reinhold ja nichts, der immer. Er ist jetzt Unterhose dabei, ne? Ja, ja. Alles wieder frisch. Alles wieder frisch. Ja. So. Ja, Frisur ist gerichtet wieder. Dann können wir auch weitermachen. Ja, genau. Also, ne, wir hatten ja gerade hier die Vekos ohne Backcover. Ohne Backcover. Mal zeigen, das schöne. Ja, no Backcover, ne? Beweis. No Cover. Ja, und da sind wieder die richtig, richtig geile Cover. Red Lantern Logo. Red Lantern. Ah ja, das hatten wir ja auch gerade schon gesagt, ne? Hatten wir schon gesagt, ja, genau. Das haben wir schon gesagt. Dann kann man Ordnungsamt. Ja, genau. Schönes Backcover hier von Pyrotechnik Hamburg, glaube ich, wenn ich mich da recht erinnere. LKF. Oder LKF. HK. HK. Hans Klaus. Hans Harz. Ne? Steine leben lang. Die weißen Tauben sind müde. Ja, Heckler und Koch ist das hier. Heckler und Koch. Kennst du die Heckler und Koch Altersvorsorge? Ja, sicher. Heckler und Koch Altersvorsorge. Ach so, ja. Natürlich. Die gute Alte. Ich heb ein bisschen Geld ab. Ja. Ja, haben Sie Karte? Ich habe hier Heckler und Koch. Heckler und Koch. AK-47. Ja, und dann werden wir uns hier die Krönung. Ja, das haben wir uns für ganz zum Schluss halt quasi in unserer Pyro-Linie. Ja, genau, in unserer Pyro-Line. Ja, genau. Pyro-Cracker Eco-Line, sozusagen. haben wir uns das hier aufgehoben. Genau, die Pyro sind die Eco-Line. Ja, das ist die Eco-Line. Ne? Also Small Business hier, Small Form Factor. Also, das sieht ja auch mal richtig mega geil aus, finde ich so. Ja.
Das sieht schon richtig alt aus und ich weiß auch schon, dass die Visco haben. Ha, sieht man nämlich durch das Papier. Graue Lunte meinst du wohl eher? Ja, meine ich ja. Die haben zu viel an der Visco genuckelt. Die haben graue Visco haben die doch. Graue Visco. Nee, graue Lunte, ey. Also die sind echt, boah, hoffentlich knallen die auch gut, ey. Ja, hoffentlich waren die gut gelagert. Weil wieder hier vom Deluxe. Pferdemetzger in Recklinghausen haben wir die wieder mitgenommen. Ja. Ne? Horsebrand halt, ne? Horsebrand, die haben wir uns hier zur Krönung bis zum Schluss aufbewahrt. Ja. Also nochmal hier. So. Ist nicht fertig? Ja, da muss noch hier Impression, ey. Impression. So, drehen wir um das Moped. War das das Wort zum Freitag oder was? Oh. Drehen wir um? Ja, genau. Bam. Bam, so. Bam, Bigelow. George Richter, Hamburg. Ja. Ja. Der ist ja überall, der hat überall seine Finger drin. Ja, aber der muss ja schon Multiphasenmillionär sein, der ey. Der hat sich in der Zeit gesund gestoßen mit die Knallers. Aber hallo. Hätten wir das auch mal gemacht. Müssen wir jetzt nicht so eine Scheiße machen, ey. Ja, genau. Und auf Zuwendungen und irgendwelche billigen Kommentare von irgendwelchen gestrandeten Existenzen, genauso die wir, wie wir welche sind. Genau, ja, also, ne? Jetzt hast du aber nochmal so gerade eben gerettet. Ja, ne, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen hängen geblieben auf irgendwas. Ja, würde ich auch sagen. Ach, guck mal, hier schon wieder zu, schon wieder Stopfen drauf hier. Nee, das ist einfach ja, nur ja, zu, das ist da ist nichts mehr drin, da ist nur zugepfropft und abgeschnitten. Zugepfropft, abgeschnitten und abgeklebt. Ja. Oben ganz wackelig weich. Roter Knaller. Ja, da bin ich mal gespannt. Macht jetzt nicht den allerbesten. Macht jetzt auch nicht den allerbesten Fuß, aber ist immerhin noch altes Warnzeichen. Ja. Könnte ja noch was sein. Wo ist der denn hingegangen? Boah, Alter, das ist ja richtig hochgegangen, ey. Luftheuler ohne Heuler. Ja, komm, dann machen wir nochmal. Ja, noch einen. Das ist ja jetzt nicht repräsentativ gewesen. Aber war schon ganz lustig. Ist auch mal geil, so ein Querschläger quasi. Ist doch immer schick, wenn was passiert, was nie eingeplant ist, ne? Richtig. Ja, das ist doch schön bei solchen Sachen. Warte mal, hier. Ja, noch Druck drauf am Kessel. Boah, Alter, die sind ja mal laut. Schweinelaut, ey. Alto Bello. Also, das war jetzt boah. Vielleicht ein Pyro-Kriker dabei. Ich hab direkt die ganze Nase gekriegt. Boah, direkt bis oben Zäpfchen durchgegangen. Ne? Ach, lecker, lecker. Puh. So, jetzt hier die Red Lanterns. Yep. Rote Laterne hier aus der Ritze in Hamburg. Ja, genau. Ne, noch von Hans Albers persönlich gerollt. Ne? Der blonde Hans. Von der Reeperbahn. Aber schon grüne Viskose dran. Ja. Also nicht hier Green Lantern, hier Action Star so, ne? Nee. Red Lantern. Hier Eierberg hier, ne? Eierberg. Ich vom Eierberg. So. Sind wir auch echt ortskundig? Klar bin ich ortskundig. Also. Das ist auch jeden Puff. Flagge ich jeden Puff. Oh! Sprüher! Das ist. Nochmal Druck abgelassen. Das ist doch cool. Um Kessel. Ja, kommt jetzt öfters vor. Schade. Ja, komm mal direkt noch ein. Noch ein? Ja, das war ja jetzt nichts, ne? Ja, war nichts. Nee, nicht die. Ach so. Die da, ja, genau. Boah, irgendwie riecht das so ein bisschen so nach Teersalbe. Weißt du, kennst du so Teersalbe von früher, die Schwatte? Nee. Die du so auf alles drauf getan hast, auf klaffende Wunden, auf offene Beine, auf hast du bei Ohrenschmerzen, hast du in den Ohren gerieben, hast du, wenn du keine Meier hattest, auf Pommes getan. Ja, was kennst du, keine Teersalbe früher? Nee. Ey, da war ich schon damals als Köttel, war ich da voll abhängig von. Ich habe immer damals, wenn meine Alten nicht da waren, habe ich diese alte Teersalbe rausgeholt, aufgedreht und habe daran geschnüffelt. Oh, schön geschnüffelt, du alter Schnüffler, ey. Ich bin schon ganz früh los. Unglaublich. Aber. Mit die Polytoxikomanie. Ja, so, dann wollen wir mal weitermachen. Pferdesalbe, die Teersalbe ist schuld. Oh, ich glaube, der ist ausgegangen. Hm. Die war nicht so toll, die Dinger da. Oh, geh da nicht ran, ey. Geh da nicht ran. Keine oder Bombe anfassen, oder wie war das? Zack. Ja. So, dann kommen wir. Alle guten Dinge sind drei. Überraschungspack hier, ey. Das wundert mich jetzt aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass die eigentlich problemlos Zündton weggehen. Die sehen jetzt auch nicht irgendwie gammelig oder nö, so aus. Gar nicht eigentlich. Das ist, glaube ich, eine Kack-Visco. Ist schon wieder verplatzt. Ja, komm, ja, geht, ne? Will das jetzt aber auch wissen, was mit die Dinger los ist. Hör mal. Ja, hast du wieder was? Was hast du denn da wieder andrehen lassen, du? Boah, das roch jetzt aber nicht so toll. Aber, weißt du, wie das riecht? Das riecht so wie so diese Reibflächen bei irgendwelchen Doublebängern oder so. Oder ja. So, ja. Dieses bitter, gammelig, toxische irgendwie. Du weißt, was ich meine. Das sind, ja, du weißt aber ganz genau, was ich meine. Das sind Beschreibungen hier. Und hier kann einer was mit anfangen.
glaube nicht. Ja, doch, nur wir als Profis. Ja, oder die halt auch solche Sachen von lange her kennen. Oh, da ist jetzt aber nichts mehr von übergeblieben. Also da war jetzt alle. Das war richtig überraschend. Boah, krass. Knall, knall. So, ja. Und jetzt kommen unsere Favoriten. Grauen Lundenbabys hier. Ja. Oh, geil. Now komm, sprint. Mach mal auf da, ey. Bo Peep. Die Rot? Na, eigentlich sind die schade. Das ist zu schade, ne? Aber... Ach, zu schade. Ja, zu schade. Scheißegal. Du kannst ja nicht im Grab mitnehmen, wenn du den Arsch zu knallst, dann sagst du nicht mehr, ist schade. Richtig. So, graue Lunte. Schöne, lange graue Lunte auch. Oh, boah, das ist ja so richtig geil, ey. Oh, jetzt mal von hinten, was ist da? Ist da irgendwann drin? Ja, hier wieder so. Ja, doch, so ein bisschen so... komisches... Gibt's, keine Ahnung... Tube-Closing-Puder, Puderzucker. Ja. Na gut. Also die sehen ja schon mal richtig geil aus. Dann hauen wir uns den auch nochmal in den Kopf. Hör. Ach, was war das denn? Ja, die sind zwar zerfetzt, aber laut waren die jetzt nicht, ne? Aber komm, da müssen wir direkt noch einen machen, weil... Zerfetzt sind die aber. Oh. Hä? Ja. Ja, aber laut war ja mal wirklich was anderes, ey. Höher, höher, links, rechts, rechts. Das ist wie mein goldener Schuss hier, ey. So, mit Lu von Burg. Kennt das noch einer? Ich glaube nicht. Nee, so. Das sagt mir jetzt gerade nichts. So, Second Attempt. Second Attempt. Track and Field. Oh, die brennt aber gut ab. Scheiße. Oh, schade. Da bin ich jetzt leider etwas enttäuscht. Komm, nimm noch einen. Also... Ich kann das einfach nie glauben, weil das sind ja wirklich eigentlich ganz geile Dinger. Die sehen jetzt auch nicht so aus, als wenn die jetzt irgendwie 5 Jahre in irgendeiner Köttelbecke gelegen hätten. Ja. Köttelbecke, das war dein Metier, ne? Ja, klar, ist der Mann mit dir. Der Mann mit dem Schluck aus der Köttelbecke. Die sind scheiße. Die schnipseln zwar. Die schnipseln gut, ja. Alle erst für den Arsch. Ja, das waren jetzt, die waren jetzt nicht so laut. So wie so ein Pyrokette. Schade eigentlich. Aber schade. Tun sie ja. Naja. Ne, mal ein bisschen aufräumen hier, der Reinhold, der macht das ja nicht, ey. Ich gehe 8 Stunden mal lochen, ey. Da sitzt du den ganzen Tag mit dem Jogger auf der Couch. Und dann kommst du abends nach Hause, die Bude sieht aus wie Sau. Essen ist auch wieder nur bestellt und schon kalt. Ja, deine Haare könntest du auch mal wieder machen. Gewachsene Dauerwelle, ey, siehst aus, ey. Wie so eine alte Puffmutter, ey. Ja, hör mal, das ist hier 80er-Style, Manta-Fahrer, weißt du? Mantaletten. Guck mal, was ist das denn hier? Eine Humse? Bumse? Ja. Eine Brummsumse. Brummsumse, ja. Naja, gut. Jo, Mädels, ne? Ich sag mal, das war jetzt unser so Final. Ja, ja. Beim Pyro-Kleckern. So, war eine geile Reihe, würde ich sagen. Doch. Schöne Sachen dabei. Überraschung. Schon, ne? Also, ja, Überraschung, auf jeden Fall. Quer durch die Bank waren richtig gut. An sich schon, ja. Und hätte jetzt nicht gedacht. Also ich habe gedacht, ja gut, da knallst du die mal weg. Aber die haben richtig Spaß gemacht. Mhm. Da weiß man wieder, ne? Da kommt man wieder so back to the basic. Ja, ne? Back to basic, das war damals halt so richtig pornogeil, so als Jugendlicher, so ein 320er Schinken für, ich weiß nicht, waren die... Boah, 15 Mark? Nee. So, oder waren die so, ich weiß halt gar nicht mehr. Oder 8, 9 Mark? Ja, irgendwie sowas um den Dreh, glaube ich, eher so 8 D-Mark oder sowas. Ja, und da hast du dann Lynx gehabt bis zum Abwinken, ne? Klar, und Spaß haben sie gemacht. Aber geil ist ja, damals hat, wenn man, was weiß ich, so was hatte und dann immer weniger wurde in der Packung, ne? Dann hat man sich auch immer so ein bisschen origineller das Ganze irgendwie gestaltet. Ja, ja. Ja, was weiß ich, so wenn du die letzten Knall hattest, dann hast du dann, was weiß ich, nicht einfach nur gezündet und weggeschmissen. Sondern dann hast du die mal auch irgendwie irgendwo, keine Ahnung, irgendwo hingestellt oder so. Ja, stell mal da rein. Ja, so, zack, ne? Peng. Oh, geil. Boah, die sind ja richtig geil. Ja, die sind gut. Auf jeden Fall. Ja, nee, also. Die Geschichten hat man dann gemacht. Genau, so, da muss man ja genießen. So die letzten, gleich sind die alle, kommen. Ah. Muss ich dann ja warten. Richtig, genau. Na ja, gut. So, Mädels, das war. Oh, das ist auch schon Überlänge hier, ja, ey. Wieder. Müsst ihr auch hier Zuschlag zahlen. Ja. Also. Aber ist ja egal, ne? Wir leben ja von den Gebührengeldern, ne? Von der GEZ. Richtig. Wir haben ja keine Geldsorgen. So sieht's aus. Bis dann, Mädels. Tschüss. Tschüss.